guten Morgen am Mandy früh hier nochmal aus dem Bellagio, aus dem Garten. Mit ein bisschen weniger Leuten als gestern am Abend. Sie geben sich schon immer sehr Mühe, hier etwas aufzubauen zu den passenden Jahreszeiten. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt schauen, dass ich irgendwo Sport machen kann. Ich weiß nicht, ob ich ins Fitness gehe oder ob ich draußen joggen gehe. So sieht es also aus, wenn in kurzer Zukunft Formel 1 wird sein. Hier. Die Tribüne stehen, Strecke schon eingegittert, der Belag neu gemacht. Hier ist, glaube ich, die letzte Kurve, wenn ich mich nicht täusche. Bevor es dann dahinter in die Boxengasse hineingeht. Also rechts wieder die Tribüne, links das Boxengebäude. Die Tribüne sind natürlich auch schon abgesperrt und überwacht. Ich wollte hochklettern, aber das hat man hier nicht so gern. Hier kommen sie dann wieder hinter aus der Boxengasse raus. Dann geht es hier weiter. Man sieht die Strecke also ganz gut überall. Hier oben, wo schon die Installationen für die Scheinwerfer hängen, geht die Strecke durch. Das ist schon um die ganze Strecke herum. Also auch der ganze Strip ist voll. Man kann kein Foto machen von den Hotels oder so, ohne dass man eine Sichtbehinderung hat. Ist mir gleich. Ich war ja schon ein paar Mal da gewesen. Die kennen es, aber die, die zuerst mal da sind, die haben im Moment ein bisschen geschissen. So, ich habe meine Runde gemacht. Hier ist nochmal das Bellagio mit der Tribüne voran. Hier ist der Nebentower von Bellagio, wo ich mein Zimmer habe. Hier sieht man, wie der Strip zu Weg ist, wo sie nicht drüber fahren. Und hier sieht man, wie der Strip zu Weg ist, wo sie drüber fahren. Bauarbeit überall, hier im Moment einspurig gegen Süden runter. Ja, ich glaube, es ist von den Locals hier niemand wirklich Fan, dass die Formel 1 in Vegas ist. Ich laufe jetzt mit Gepäck über den Strip. Das habe ich glaube noch nie gemacht. Aber es steht schon ein Hotelwechsel an. Vom Bellagio. Geht auf die andere Straßenseite, in das Caesars Palace. Dort schnell das Gepäck abgeben, dann weiter schauen. Unerwartet steht ein bisschen Kultur auf dem Programm heute. Ich nehme jetzt einen Uber und fahre zum Hooverdamm. Ich habe den geilsten Uber-Driver, was es gibt. Hallo, Tim. Noch nie so einen lieben Fahrer wie der Simon. Nein, er ist schon da. Er hat noch ein Auto heute. Das tut sich so schnell aus und geht in die Natur raus. Jetzt sind wir hier auf der Arizona-Seite schnell den Start gewechselt. Es luftet extrem, das versteht wahrscheinlich nichts. Das Wasser geht immer weiter runter. Man muss neu. Aber letztes Mal war es noch nicht so, dass man einen Security-Check, dass man hier zum Hooverdamm kann. Schaut schnell ins Auto, fragen, wenn man eine Gans dabei hat. Wenn man sagt, nein, ist gut, kann man passieren. Naja. Da stehen wir jetzt oben auf dem Hooverdamm. Dort hinten ist Arizona. Hier ist Nevada. Geht weit runter. Genug Kultur für heute, würde ich meinen. Wir sind jetzt wirklich noch eine halbe Stunde in die Wüste rausgefahren, dass wir hier die Seven Magic Mountains sehen. Ich steige dann schon noch zum Auto aus, aber ihr seht, es stürmt wie die Sau. Man würde kein Wort verstehen. Dahinter ist ein riesen Sandsturm unterwegs. Es ist jenseits. Es stehen einfach 7 Steintürme mit in der Wüste, aber es finden sich immer ein paar Blöde, die da hergehen. Das war jetzt also mehr als genug Kultur. Das Traurige ist ja, dass die Steine in der Wüste von einem Schweizer gemacht wurden. Ich weiss nicht, was der da her machen konnte und sich überlegt hat. Jetzt im Outlet ein bisschen rumschauen, noch nichts gekauft besitzen. Jetzt bin ich im Caesars. So wie ich checke, alles online gemacht. Da kann man nur den Schlüssel abholen, aber Auto vorder im Moment. Jetzt schauen wir mal die Schlange an. Ja, merci Caesars. Da wären wir jetzt im Caesars. Das erste Mal, als ich im Caesars bin, bei meinem 8. oder 29. Besuch. Vorher habe ich es nie geschafft, in Vegas Caesars zu buchen. Aber das Mal war es so billig.
dass ich das nicht ausschlagen konnte. Ich bin im Forum Tower gesehen, auf das Riesenrad und auf das Flamingo und auf das Forum. Jetzt geht's endlich los. Basketball-Auftakt vor College-Meisterschaft. Es spielt USC gegen K-State. Ich habe eigentlich noch gehofft, dass der Sohn von LeBron bei USC spielt, aber der hat kürzlich einen Herzinfarkt gehabt. Er ist, glaube ich, noch nicht fit. Ich nehme das Tram, sollte in 3 Minuten fahren und dann geht's in die T-Mobile Arena. Da kommt er schon, der Super Express. Es ist 4:15 Uhr. Es ist schon fast stockdunkel. Das ist noch krass eigentlich. Die Saison ist losgegangen. Wir haben die billigsten Plätze gebucht und hocken so nah dran wie noch nie an einem Basketballmatch. Es ist so krass, man nimmt das Spiel ganz anders wahr, wenn man so nah dran hockt. Jetzt war durch einen Korb Sichtbehinderung. Dafür verstehen wir, wie sie auf der Bank schnurren. Und ja, spezielles Erlebnis. Die ganze Wucht, die man von unten sieht, ist halt auch noch etwas anderes, als wenn man irgendwo im Oberrang steht. Ja, das war es dann mit dem Match. USC gewinnt ziemlich deutlich gegen K-State. Das war es mit Basketball. Ich bin auf dem Heimweg. Noch schnell ein bisschen zocken und dann gehen schlafen. Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, dass wir heute einfach in die Wüste sind gefahren, für Steine anzuschauen. Ja, aber so Sachen macht man halt. Schönen Abend zusammen.